Heute am 31. August 2016 ist das Ding hier wieder mal gelandet. Erfolgreich. Und zwar der Recyclomat geht bis zum 6. September eben hier dieses Event. Und damit sage ich Tachelo, ich begrüße euch zu diesem Famerama-Video, wo es eben alle Infos gibt, was wir tun müssen bei dem Event, was es zu spielen gibt und so weiter und so fort. Grundsätzlich also ist es wie gewohnt, wie auch beim letzten Mal eben hier, was schon tatsächlich natürlich ein paar Monate oder ein Jahr oder so zurückliegt. Und zwar ist es folgendermaßen aufgebaut. Ja, und zwar hauptsächlich bei diesem Event braucht man auch dieses Mal wieder die Dinger hier. Und zwar die Nubionen-Batterien. Keine Panik hier, die muss man sich natürlich nicht kaufen für Trubkunden. Kann man natürlich, wenn man möchte, wenn man ein bisschen mehr von denen haben möchte, zu den gewohnten Werten eben hier, beziehungsweise auch hier den Nublonite-Splitter, so heißt das genau. Beziehungsweise Nublonite Staub, was ich keinen wirklich empfehlen würde, weil im Normalfall braucht man das nicht wirklich. Also, das ist mehr oder weniger ein bisschen umsonst, aber kostet Topgrid einiges. Man könnte auch übrigens wieder Wendkörper kaufen, auch die schauen wir uns kurz mal an. Das also tatsächlich natürlich am Rande. Auch dazu gesagt, gibt es auch dieses Mal wieder drei Wendkörper: den kleinen, den großen und einen mittleren. Ja, wenn man möchte, kann man sich diese natürlich auch gerne holen. Auf jeden Fall, ansonsten kriegt man diese Nobleonen-Batterien natürlich wie gewohnt aus der Ernte von den Bäumen, von den Pflanzen oder auch von den Stellen. Heißt ganz einfach, das ist das Drop-Item. Natürlich droppt beispielsweise so eine Nobleonen-Batterie doch öfter raus als aus einer Nelke, die 18 Stunden oder so im Normalfall dauert, ohne jetzt Superdünger und vielleicht Turbo-Nelken durch die Pflanzenkultivierung und so weiter und so fort, als aus einem Salat, der nur 5 Minuten dauert. Ist natürlich auch klar, dass also wie gewohnt, ja, das gewohnte Spiel, wie man es also tatsächlich so kennt, eben hier. Droppen tut, dass die Nubionen-Batterie auch auf allen Flächen, wo man tatsächlich also auch was pflanzen kann, heißt also Hauptacker, Wilde Wiese, Wald, Lichtung und auf Bahnrahmen natürlich auch auf der Hauptplantage und auf dem Regenwald droppt's auch. Ja, und das braucht man und dann kann es eigentlich schon losgehen. Nachdem man ein bisschen Gegenwert reingehaut hat, muss man also tatsächlich tun und zwar 250.000. Dafür ist tatsächlich auch was überlegt worden für all jene, die jetzt noch nicht ein riesiges Level haben. Denn natürlich, man kann zwar ein bisschen was haben, aber gut, wenn man jetzt Level 4, 5 ist und einen Salat hat, dann müsste man doch ein bisschen viel reinhauen. Dafür gibt es eine kleine Alternative eben hier, die allerdings nicht zwingend ist, sondern sozusagen nur gedacht für die Niedrigleveler, um eben ein bisschen mehr Gegenwert zu haben. Und zwar gibt es da so eine Eventpflanze, der Sternenschweif, 10 Stück hat man am Beginn wieder davon zur Verfügung, 8 Stunden Reifezeit. Und das hat einen Gegenwert von 40, glaube ich. Jupp, von 40. Hier kann man überall anpflanzen, wo man tatsächlich was anpflanzen kann. Also das Ding ist einfach nur da, damit Niedriglevel auch eine gute Pflanze haben, wo es gut raustropft sozusagen. Feine Sache. Natürlich, das hauptsächlich Feine ist, man muss nicht zwingend anpflanzen. Denn man braucht ansonsten eben hier nur den gewohnten Gegenwert. Da kann man reinhauen, was man möchte. Ob man jetzt Pflanzen von der Farm reinhaut, von Bahamrama oder wie ich es ganz einfach am simpelsten mache, Baumfrüchte, denn da habe ich genug. Von daher hauen wir ein bisschen was rein und dann geht es auch schon. 250.000 Gegenwert, das sollte auf jeden Fall leicht machbar sein eben hier. Und dann hat man drei Stufen, aus denen man auswählen kann. Und zwar die kleine für 10 Nublionen Batterien eben hier. Man kann hier tatsächlich auch, wenn man draufklickt, sehen, was gibt es da zu gewinnen. Und zwar bei den 10 Diskosten gibt es neben ein paar schicke Nebengewinne eben hier. Es fängt klein an, wie eben hier mit 1 Stunden Ernte auf Coupon, ein Partyticket. Bis schlussendlich, es gibt dann übrigens eine Linde und ja, Gewinn dieser Stufe ist eben, der Countdown läuft, beziehungsweise auch den Sticker, schauen wir uns das vielleicht kurz mal an. Und zwar der Countdown läuft, ist eben, das erste Item bringt 1380 EP auf dem Einerfeld alle 20 Stunden. Oho, okay, natürlich alle 20 Stunden ist viel, aber dafür auch jede Menge. Ja, den Sticker haben wir hier, ansonsten gibt es dann eben noch diese Kategorie, die mittlere für 35 Nublionen Batterien. Dort haben wir dann schon ein bisschen bessere Sachen. Eben hier, wie man sieht, 3 Stunden Ehrenteil für 2 Stunden Party-Ticket, das wär's. 2 Party-Tickets natürlich. Ein Dachsbau mit am Start hier. P-Bonus 15% für 8 Stunden. Der Textilmüll, also das sind schon ein paar schicke Sachen dabei. Und Trick 17, das ist das Item. Dieses hier 2800 EP auf dem Zweifeld. Alle 20 Stunden. Und dann hätten wir noch die größte davon, und zwar diese hier für 35 Nublionen Batterien. Wird es so gerechnet, jetzt fragt man sich natürlich, jetzt haut man Gegenwert rein, ja schön und gut, wie oft kann ich das jetzt machen? Muss ich immer Gegenwert neu reinhauen? Das ist ja ein bisschen teuer. Und zwar ist es eben so, bei den 10 Nublionen Batterien von den 52.000 eingeworfenen kostet das 10.000.
Beim mittleren kostet 35.000 und beim größten 75.000. Ja, und zusätzlich natürlich die Nymplionen-Batterien. In dem Fall eben 35, dafür gibt es unter anderem dann schon 12 Stunden Ernte von Carbon, Essenz des Gedeihens, 3 Partytickets, 20 Superfutter. Die kann man natürlich nicht einmal gewinnen, die kann man theoretisch so oft gewinnen, wie man möchte. Oder wie man Nymplionen-Batterien hat, natürlich. Die Gewinne hier. Ja, und ansonsten natürlich noch kurz dazu gesagt, jetzt fragt man sich, okay, kann man alles mehrfach gewinnen? Der Items auch? Nein, und zwar gibt es jeweils 2 Jackpot-Items. Das findet ihr übrigens alles auch auf hamaramacheats.de bei der FAQ-Link in der Beschreibung. Dazu zählt auch immer das Item, in dem Fall Item-Sticker, hier Item-Textilmühle und hier unten ist es Item und Ranke, die kann man jeweils nur einmal gewinnen. Ansonsten die weiteren Nebengewinne, Superfutter, Erntehelfer-Coupon, Party-Ticket und so weiter und so fort, TP, mehrfach natürlich. Und dann als ja, Hauptpreis unter anderem das hier, das Item, Zeitreisomat und die Wolkenlinie. Übrigens auch hier einen satten EP-Bonus für 8 Stunden 40%. Oh, das ist jede Menge. Auf jeden Fall das Item, das dritte, schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Das ist diese hier, 5640. Alle 20 Stunden. Alle übrigens für die Farm oder Bahamami, je nachdem, wo man es hinstellt. Auf den Viererfeld natürlich, sonst wäre es doch ein bisschen sehr übertrieben. Oder man haut alles auf die Ranke und freut sich dann. Hier haben wir die Ranke. Gibt also hier auch hier zu spielen in der letzten Stufe. Auf jeden Fall, diese Ranke bringt dann 7000 EP für die Farm und für Bahamrama. Alle 20 Stunden. Also das lohnt sich. Schon gut, ist also simpel aufgebaut. Ich probiere es auch mal kurz. Vielleicht habe ich Glück, wahrscheinlich nicht. So sieht es also aus. Wir gehen gleich als erstes die Ranke. Das Beste eigentlich in dem Sinne. Die muss man gleich mal haben. Wahnsinn, was ist los? So, Ernte von Coupon. Jetzt möchte ich das Item auch noch kriegen. Nochmal Ernte von Coupon. Und jetzt gehen wir also hier schon die Gegenwerte aus. Also, ich werde nicht alles machen hier, weil es wäre wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Dann wird das Video 10 Minuten gehen. Aber ein Item hätte ich gern. Nee, doch nicht. Jetzt habe ich tatsächlich also nur noch 5000 Gegenwert. Muss ich sozusagen also wieder auffüllen hier. Und so funktioniert das Event. Also wie gewohnt, ich denke mal, da wird auch kein Event im Check-Video kommen, weil es im Prinzip immer das gleiche ist, nur mit neuen Items. Deswegen jetzt schon kurz meine Meinung gesagt. Das ist eines der besten Events. Es macht einfach riesig Spaß. Es gibt keine zwingende Eventpflanze. Es ist ja recht entspannt einfach das Event. Jetzt haben wir den Sticker hier tatsächlich gewonnen. Es macht tierisch Spaß. Man kann super Sachen natürlich auch hier abräumen. Und ja, also. Es könnte ruhig de facto öfter sein, das Event. Was sagt ihr zum Event? Eure Meinung gerne in den Kommentaren. Auch dieses Mal, denke ich mal, sind neue Items dabei. Einige so sogar. Das ist also dementsprechend ziemlich gut. Es gibt eine gute Ranke. Also, das macht schon ganz alles ziemlich viel Bock. So, jetzt kann ich tatsächlich ganz meine ganzen Nobleonen-Batterien tatsächlich noch verschwenden. Ja, geht doch. Ein Item haben wir und eine Ranke auch schon. Trick 17. Und? Party-Ticket. Nochmal ein Party-Ticket. So, jetzt mache ich hier das, was ich immer verhindern will. Das ist so ein Video, was eigentlich ein Event wahrscheinlich in 2 Minuten erklärt wäre, 10 Minuten dauert, aber ist ja egal. Wenn noch wer dran geblieben ist, freut es mich. Nee, nochmal. Komm. Aha, jetzt gehen wir tatsächlich die Batterien aus. Dreimal kann ich noch. Ja, das ist jetzt ein Endgelände, ja. Komm. Gibt's ja nicht tatsächlich. Haha. Also, wie viel waren es? Es waren jetzt, glaube ich, rund 450 Nublionen-Batterien. Die haben tatsächlich vor dem Event auch schon zu droppen begonnen. Was ziemlich cool ist natürlich. Gut ist. Und mit denen habe ich tatsächlich also die Ranke gekriegt und 2 Items und den Sticker. Also von daher von der Machbarkeit. Für die Items würde ich mal sagen, machbar auf jeden Fall. Und die Chance, dass man die kriegt, ist nicht 1 zu 1000, sondern doch sehr schaffbar. Coole Sache. In dem Sinne sage ich. Dankeschön vom Zuschauen von diesem Video. Wünsche euch viel Glück natürlich. Vielleicht brauchen wir uns ein bisschen bei diesem Recyclomat, aber wenn man ein bisschen Batterien auf Lager hat, dann dürfte das schon machbar sein. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao.